Moin Moin und willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Schön, dass du heute wieder einschaltest. Und wir machen hier direkt weiter auf Ningguis Polaris Megacorp. Hier die Fraktionsquests. Und ja, wir genießen nochmal einmal ganz kurz den Ausblick hier in diesem ewigen Eis. Und wenn hier so gefühlt gesehen die Planetenringe vom Gasriesen hier vermeintlich durchscheinen, sieht aber trotzdem immer noch sehr beeindruckend aus, da die Antriebsgondeln, der Lucian, Wasser, die Berge, das ewige Eis. Ha, sehr schön. Okay, komm. Ich blende das UI mal wieder ein. Und ja, wir müssen ja noch diese, oder ich muss noch diese tollen Viecher farmen für den Alien-Organismus. Möchte ich mir jetzt aber an dieser Stelle tatsächlich sparen. Das dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lang. Und ich erlaube mir jetzt einfach mal, die Quest jetzt hier zu überspringen, beziehungsweise einfach so zu tun, als ob das jetzt schon fertig wäre. So. Oh, Commander, I've analyzed the samples. According to analysis, this is a life form as a combination of biomass and crystals. This is incredible discovery. Yes. Natürlich, es ist alles eine unglaubliche Entdeckung. Dann gehen wir aber mal weiter und gucken. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch solche weiteren tollen Sammelquests kriegen. So, I knew we could rely on a specialist like you. The collected samples will have to wait, though, because in the meantime, there have been some attacks here by larger groups of Hiscards. As if they were intelligent, I'm still waiting for more information from the Scouts. Please come back later. So, wir machen natürlich direkt weiter. Okay, supi. Good news. We were able to identify a nest of the Hiscal, and that's where the attacks are coming from. I think if we smoke that out, we will data from for a long time, and we can finish our research in peace. Let's go. Don't waste any time. Find the nest and destroy it. Okay, gut. Dann suchen wir uns jetzt mal dieses tolle Nest. Go to Mineral Synth Lab. Jetzt sagt bitte nicht, dass das Synth Lab war, wo wir das letzte Mal drin waren. Nee, ne? Wir werden jetzt aber trotzdem mit dem dicken SUV ja mal vorne vorfahren. Schon. Ey, steh mir nicht im Weg rum. Ah, das ist natürlich. Ja, es ist schon. Geil. Genau da müssen wir hin, wo wir doch das letzte Mal schon waren. Ja. Cool. Ja, dann werden wir das jetzt mal so tun. Naja, genau. Das ist genau dieses Mineral Synth Lab. Naja, sehr geil. Mal gucken, ob wir euch. Ich hoffe mal, dass wir nicht zu viel kaputt gemacht haben. Aber vielleicht spawnen die auch wieder neu. Das wäre ja auch ganz cool. Könnten wir nochmal. Könnten wir mal von vorne nochmal reingehen. Es kann jetzt natürlich sein, weil das Synth Lab halt schon natürlich jetzt Strom hat, dass das jetzt irgendwas. Hä? Was schießen da auf uns? Ach, Drohne. Dankeschön. Und schießt du jetzt noch lang? Keine Ahnung. Schmeißen wir die Waffe mal kurz wieder rein und dann. Uff. Bleiben wir jetzt einfach mal hier stehen. Gut. Wir müssten eigentlich noch ein paar. Ah, aber Minigun haben wir noch genug da. Das passt dann schon. Supi. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken. Investigate. Juhu, werden wir machen. Also ab rein da und ich glaube, wir sollten bis nach oben hinkommen. Das ist ja dann eigentlich, geht ja, sollte dann eigentlich relativ schnell gehen, weil wir ja schon jetzt quasi das Rätsel schon gelöst haben. Und da oben stand ja auch einer dieser Hiscals darum, mit denen wir sprechen können. Also von daher bin ich guter Dinge, dass wir da jetzt ohne Probleme bis nach oben hindurchkommen.
ja auch schon, wie gesagt, alles voller Strom. Ich denke mal, die Behälter restoren sich nicht. Ich kann mal ganz kurz gucken. Haben wir hier irgendwo noch? Nö, die sind natürlich leer. Ja, na gut. So, investigate. Nee, hier war nicht. Müssen wir, glaube ich, nochmal. Nee, wir müssen, glaube ich, noch einen nach oben. War das hier oder war das noch ein weiter oben? Nee, das war noch einer weiter oben, glaube ich. Da. Steckt bei Lodge. Ah, okay. Attention, Commander, halt your fire. Look over there. The Hiskai is waiting at you. It seems you want to talk. Okay. Gutes Spiel. Braves Spiel. Das ist ein feines Spiel. Take PDA. Machen wir. Overall, which is very peaceful towards us. Completely contrary. Janitor Artifacts, okay. Na gut. I think we should start question the Polaris' excessive interest in the Hiskai creatures. This all doesn't feel right. Okay. Gut. Das war ja jetzt tatsächlich ein kurzes Intermezzo hier. Dann wollen wir mal gucken, was die Polaris Megacorp hier mit den Viechers hier vorhat. Es wird auch schon wieder dunkel, ne? 12 Stunden bis zum Sonnenaufgang. Aua. Lass mich in Ruhe. Leave me alone. Ich hab doch schon die nächste Drohne an. Wie bist du denn entfernt? Ich habe nur 160 Meter Reichweite. Laserkanone. Ja, aber schnell zum Schiff. Wieder zurück und dann können wir wieder abhauen hier. Gut, super. Das, was wir in letzter Folge so lange hier durch existiert haben. Naja, gut, okay, okay. Dann ist das halt so. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Hey, sag mir nicht, du bist jetzt nicht aus der Puste. Ja, ich bin aus der Puste. Ja, komm. Ausdauerregeneration ist dann auch gleich einher verbunden mit, ich verbrauche ganz viel Nahrung. Ja, super. I'm very impressed. So, mal immer auf die Krankenstation. Da können wir mal ganz kurz den Loot hier verteilen. Container, du kommst da rein. Du. Und du kommst da rein. Du da. Ja, eben die Geschütztürme. Harvest. Ach, nicht Harvest-Container. Hylo und Oxy. Genau. Da gehörst du rein. Und dann brauchen wir noch eben kurz den Ammo-Container. Die Scharfschützenpatronen mal eben dort rein. Dann machen wir uns noch ein paar Lasergeschosse fertig. In unserem. Das sieht so richtig cool aus, muss man ganz ehrlich sagen. So. So, das sind die Laserzellen. Da kamen jetzt nochmal raus. 50 Produktionsmenge. Das müssten wieder 1000 Schuss sein. Das müsste passen. So. Dup, 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 dup. Und back to station, please. Ja, yeah, aber der Kahn lässt sich so richtig schwer drehen. Oh, dann fliegen wir mit dem dicken SUV wieder. 60 Meter die Sekunde, komm. Das geht ja. Oh, und sieht das schön aus. Grafik, ich liebe dich. Grafik. Ach, wir müssen zum. Nee, back to Science Station müssen wir. Oh, ich wollte sagen. So. Zack, so. Ein bisschen gerade. So, schub diesen aus. Dann sparen wir uns noch ein bisschen Strom dabei. Und dann gehen wir wieder zum Commander Pendrell. So muss das sein.
sind wir doch schon wieder. Sehr gut. Minus 34 Grad ist ein bisschen knackig. Wenn ich jetzt gerade, ihr könnt es gerade nicht sehen, ich gucke gerade aber jetzt bei mir aus dem Fenster, es schneit. Leute, was ist denn mit dem Wetter los? Oh, so, Entschuldigung. So, welcome back. I just read your mission report. It all sounds very strange. You said you talked to one of these creatures. Yep. You are sure you didn't just imagine that? Maybe the stress of the battle? Whatever. I've given the PDA you brought to the lab of analysis. Okay. So, weiter geht's. Oh, hello again. Oh, so schnell bin ich wieder da. I must say, you have made an incredible discovery. Natürlich, wir machen nur unglaubliche Entdeckungen. The PDA is apparently over 1000 years old. Unfortunately, it was destroyed during the readout. It's still don't think these beasts are intelligent. Ah, ja, natürlich. But apparently, one was trying to communicate with you. Either way, if there's any truth to it, we'll have to investigate. Find these so-called elders. It's best to ask your contact. Ah ja, also Elders finden. Go to Mineral Synth Lab. Müssen wir da jetzt schon wieder hin? Oh Gott, Kinders. Ist ja eine Aufgabe von Pontius zu Pilatus rennen. Hey, das ist das, Palotti. Da hinten müsste das Font of Knowledge sein. Oh, hier bei mir im Hostel ist schon wieder Theater angesagt. Also was heißt Theater? Ist schon wieder... steigt schon wieder irgendeine Party im Hausflur bei mir. Na, geil. Hui! Da. Synth Lab, ich komme wieder. Achso, das heißt, dann muss ich erstmal schon wieder die Geschütztürme schon wieder aktivieren, sonst wird das wieder nichts. Sonst kommen ja gleich schon wieder diese miesen, bösen Drohnen. Und wollen aufs Schiff draufhauen. Jo, bitte einmal einparken. Ja, genau, da kommen die Viecher ja schon wieder. Na, super. Ah, so stehen wir jetzt. Okay. Na gut. Wie sieht's aus? Wie war das? Schief ist das neue Gerade, ne? Oder wie war das? Irgendwas war doch da. Schief ist das neue Gerade. So, wie schaut's aus? Bist du fertig? Du bist fertig. Das finde ich klasse. Dann müsste ich ja nur mal abgreifen. Und dann nochmal Cash rein. Guck mal, nochmal 3000 Cash nochmal hier. Super. Eben so geilen Loot gekriegt über die Zeit. Das... Cool. Ja, ihr macht zumindest das, was ihr so... Ah ja, okay. Ja, dann lassen wir das Schiff mal machen, ne? Hostile Drones incoming, ich wusste es doch. Dann lassen wir erstmal unsere Geschütze machen, dafür haben wir sie ja. Na gut, so. Wenn nichts mehr weiter ist, dann würde ich mir ganz gerne jetzt hier mit dem Menschen hier reden. Hier mit dem Viech da mal halt, ne? Hui! Talk to the Hiskal. Ja. Wobei schade, wenn die jetzt da schon wieder Stromversorgung hat. Schade, dass sie keine eigene Verteidigungsplattform hat. Naja, gut. Man kann ja nicht alles im Leben haben, ne? Ein Stückchen höher. Dahin. Us. Here. Deceiver Attack. Settlement. Kevin. Help. You. Trust. Elders. Knowledge. Protection. Danger all. Show air map. Quickly, Elders. Danger. Go to the old quarry. Yay!
Cool. Nee, noch weiter. Noch tiefer, bitte. Tiefer. Tiefer. Way. Oh, ich merke gerade, ich habe Hunger. Weil er heute den ganzen Tag noch nichts gefuttert hat. Oh Mann. Old Quarry. Ja, ein alter Steinbruch. Da waren wir tatsächlich aber noch nicht. Also von daher sehen wir jetzt was Neues. Wuhu. Tremendous Strain. Ja, geil. Dup. Willkommen an Bord. Du stehst im Weg. Dann muss ich mal wieder umplatzieren hier. So, aber was futtern? Ratatouille? Komm. Lecker. Oh ja, so jetzt so Ratatouille, das wäre jetzt geil, ne? Mann, ich darf jetzt nicht von Essen reden. Huch, so. Ich darf nicht von Essen reden, ich habe Hunger. So. Ningu ist bei Nacht. Es ist ein herrlicher Ausblick. Es ist schön. Es ist schön, wenn ich das mal so nennen darf, sagen darf. Es ist schön. Ja, das einzige Problem ist jetzt halt mit dem, Achso, jetzt greifst du auch wirklich alles an, ne? Ach nee, überschiebe ich die Drohne. Okay. Das Blöde ist irgendwie komischerweise jetzt an dem neuen Update, an dem Engine-Update oder wie auch immer das war, ist, OBS spiegelt mir, ja, was heißt, falsche Werte würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, OBS hat so komische Anzeigen. Submerged tanked, okay. Jo, und da ist eine Old Quarry. Wollen wir mal gucken, können wir hier irgendwo parken? Vernünftig. The Elder was surely deep in the mine. I think I can locate them. Ah, okay. Das ist die Old Quarry. Ja. Tief, tief vergraben. Geil. Ich dachte, ich hätte jetzt die Schubdüsen ausgestellt. So. Ja, die Geschütztürme lasse ich mal offen. An. Ne, aktiv. Nur für den Fall der Fälle, dass da irgendwas kommt, was hier nicht reingehört. Find the Elders. Dann machen wir das. Oder gucken wir uns jetzt mal hier um. Dann gibt es da wahrscheinlich jetzt hier erstmal wieder 1000 Sachen zu looten. Dann gucken wir mal, wie wir hier reinkommen. Ich könnte jetzt natürlich... Ein Hoch. Ja, die streut ganz schön. Na gut. Ich hänge. Schenk fest. So, wollen wir mal. Wenn hier so schön ist. Eine tote Pflanze groß. Das ist nett, dass man hier auch große tote Pflanzen platzieren kann. Ich frage, wie kommt man da runter? Und wie kommt man im Anschluss wieder hoch? Nein, so wollte ich das nicht. Ich will schon den offiziellen Weg gehen und nicht einfach jetzt hier so runterklatschen. Dass der offizielle Weg ist, na gut. Gucken wir mal hier. Hallo. Jetzt bleib mal stehen. Gott. Himmel, ey. Bleib stehen. Bleib stehen, wenn ich mit dir reden will. So. Einmal hier rüber, bitte. Ein Schiff? Sollen wir mal rein? Hä? Wo kommst du denn her? Ah, wurde das von meinem Schiff erledigt? Ah ja, okay. Sehr interessant.
Gucken, was wir noch so triggern. Da unten ist noch was. Aber wir gucken uns erstmal das Schiffchen hier an. Hä? Wie? Nicht erlaubt. Doch. Geht doch. Mhm. Aber hier komme ich nicht raus. Hm. Ist ja doof. Gibt nichts zum Looten hier. Na komm schon. Aber da unten sind noch zwei Containers. Ne, ein Container ist das. Keine zwei. Bist du böse? Ich glaube schon. Der hat jetzt Alien-Organismus mit, oder was? Ja, sehr geil. Oh, und ein Alien-Container. I think we found them. Let's see if they need help and or attack us right away. Mm, dann würde ich doch erstmal sagen. Hier, und ich nehme den Alien-Container jetzt hier noch mit. Schöner Loot. Dann schauen wir mal. Hello, Biological. Thanks for pacifying the Francis. I had to kill them all, unfortunately. Don't be worried, Biological. We many are one and one is many things. Nothing is lost. The Francis have lost their connection. The essence will be harvested. What does that mean? It is difficult for us to express ourselves in your language. Once one of the stars was here, like you, he lived with us. His essence has been absorbed into us. Anyway, I'm to negotiate with you on behalf of the Biologicals. We are surprised. The Biological, similar to you but not the same, was already here. His name, Pendrell? Yes, that's his name. He wanted our essence, but we couldn't give it to him. He didn't understand. He became angry. He threatened it. We, the metal ones, are back. Quick, Biological, please, you must defend us. What the... Commander, the crew is under attack by drones. We must destroy them. The Hiskal are defenseless. Ja, ist, lassen wir mal unser Schiff erledigen. Guck mal. Ist noch irgendwo noch eine Drohne? What is happening here? We are being followed. I should talk to the Elder again. Achso, ja, okay. Dann gehe ich. Okay. Thank you again, Biological One. We don't know how to show gratitude to you, Biological, but we can offer you this knowledge. What is the essence that Pendrell wanted? Please, Biological, we can't give you the essence. We are the essence. We are energy. Gather us earth and stones as bodies. We are the structure that connects everything. We are connected to the world. The world is connected to us. We feed on the vibrations of the great black stones. Power and life. Life and power. Grow, power and life. Do you understand, Biological? I think so, yes. Scheiße. The one you called Pendrail, he is obviously hunting us down for our ascent, as you call it. The flying metals, he also had them with him when we first met. What are you doing to do, Biological? Bring the truth to light. Something fishy is going on here. Oh, fishy. We thank you for your help. We are grateful. Here, take these pre-creeper substrated as a gift. They are not yet growing, but you might find a way to utilize them. We try to calm the frenzied ones.
even if not much success due to the constant overfeeding from the energy vibrations getting stronger. Thank you. Alles klar. Yeah, Xenosubstrat, wofür wir auch immer Xenosubstrat brauchen. Geil. Ah, ich muss mich ein bisschen selbst auf die Schippe nehmen. So. Ja, dann wollen wir mal wieder zurück zur Station und gucken, was da Pendrell zu sagen hat. Der kleine Ausbeuter da. Er kommt schon. Da Palotti. So, jetzt komm hoch mit dir hier. Oh, gibt's hier vielleicht noch was zum Looten? Unfortunately not. Okay. Hab ich eine Kiste übersehen? Nein, ne? Gott sei Dank. Keine Kiste übersehen. Jo, ich möchte mir irgendwie hier wieder zurückkommen. Schaffe ich das mit meinem Jetpack? Schaffe ich das zufälligerweise? Ja! Fine Station, ich komme! Ha! Interessant. Ich sollte aber nicht meine Stimme verstellen, ich muss mir das Lachen so hart verkneifen. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Dann können wir auch mal eben ganz kurz den Rest hier unter den Armen verteilen. Wo ist hier der Harvester-Container? Du. Xenosubstrat gehört da nicht rein. Alien-Organismen, da standen wir gerade auf den richtigen Container drauf. Freezer, das und das. Das. Xenosubstrat. Ja, doch, haben wir schon. Hier, Xenosubstrat. Ein Zwischenprodukt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wofür wir Xenosubstrat brauchen. Oder doch? Ich weiß es gerade gar nicht. Da noch Medicine. Und Ammo. Wofür brauchen wir noch mal Xenosubstrat? Warte mal, wenn wir das hier upgraden. Datiumplatten brauchen wir. Zu Gefechtsblock Stahlblock. Gefechtsstahlblock. Gefechtsblock Stahlblock. Geil. Gefechtsstahlblock brauchen. Dafür brauchen wir Datiumplatten. Ha. Mal gucken. So, Schubdüsen. Und ab geht's wieder für eine Mark. Oh, beschädigte Drohne. Na, das looten wir jetzt mal nicht. Engine Compartment. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas Interessantes, was wir uns vielleicht irgendwann mal angucken könnten? Engine Compartment, Broken Radar, Crest Shuttle, Shelter, Destroyed Shelter. Ein ruiniertes Landing Pad. Ah ja, komm, passt schon. Ist irgendwas noch Rotes? Achso, das sind die beschädigten Drohnen. So, Pendrell, du alter Hauding, du. Du scheinst ja ein... Be careful, Commander. The situation has become even more confusing since we arrived here. Ja, zur Not, ne? Lass die Geschütztürme online. Navigator. Taktik. Bitte schön alles im Auge behalten. Mal gucken, ob... Vielleicht verscherzen wir uns jetzt auch gerade mit der Polaris Megacorp. Man weiß es ja nicht, ne? Was sich das Spiel so gedacht hat. Ach, apropos, was sich das Spiel so gedacht hat. Ich hatte jetzt heute Morgen tatsächlich gelesen gehabt, es gibt jetzt im Februar ein DLC. Wie war das? Irgendwas mit Dark Side? Ne, irgendwas mit Dark irgendwas? Dark Faction oder sowas? Klang sehr interessant. Jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Und jetzt? Huch! Ups. Das war... So the Hiskal knew my name. Knew my name. You say interesting, but rather unlikely. Perhaps you are a little too exhausted by the unfortunate events you were part of. I think your mission here is accomplished in any case. With the data we have enough evidence to plan a large harvest. A further investigation of the Hiskal. Thank you very much for your help. I've already reported the headquarters. Now please leave the shuttle. We will launch any minute. You won't get away with that. Ah ja. Okay. Gut.
Und wie das Ganze nun weitergehen wird, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, kommentieren und abonnieren ist ja natürlich freiwillige Pflicht, genauso wie das Liken und weiterempfehlen und weiß der Kuchen noch alles was. Ja, und wer darüber noch Support leisten möchte, der schaut einfach mal in der Videobeschreibung nach. Ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge, macht's gut, ciao, ciao.